Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jonathan und ich nehme dich heute mit in die wunderbare Welt der Mathematik. Das Thema dieses Videos ist der Kreissektor. Zunächst möchte ich dir zeigen, was ein Kreissektor ist und welche Größen du an ihm kennen solltest. Dann werden wir die Formeln für die Fläche eines Kreissektors und die Länge seines Kreisbogens herleiten. Wir werden in zwei Beispielen die Formeln für die Fläche eines Kreissektors und dessen Kreisbogen anwenden. Du solltest wissen, wie man die Fläche und den Umfang eines Kreises berechnet. Was ist ein Kreissektor? Wenn du weißt, was ein Kegel ist, kennst du vielleicht auch den Kreissektor schon. Eine Eistüte ist die Mantelfläche eines Kegels. Ich habe sie aus Papier nachgebastelt. Wenn ich die Fläche auftrenne und sie flach hinlege, hat sie die Form eines Kreissektors. Ein Kreissektor ist ein Ausschnitt von einem vollen Kreis. Deswegen wird der Kreissektor auch Kreisausschnitt genannt. Die Spitze des Kreissektors ist der Mittelpunkt des vollen Kreises. Wenn man eine Torte schneidet, sind die Spitzen der Tortenstücke auch genau in der Mitte der Torte. Tortenstücke sind also auch Kreissektoren. So kannst du dir merken, was ein Kreissektor ist. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com